In SPD-Zentrale gerast. Haftbefehl gegen Autofahrer erlassen. Die Ermittler fanden unter anderem Benzinkanister in dem Wagen des Mannes. Berlin-Minus gegen den 58-Jährigen, der sein Auto Heiligabend in die Berliner SPD-Parteizentrale steuerte, ist Haftbefehl erlassen worden. Er hatte zuvor in der Bundesgeschäftsstelle der CDU eine Tasche mit brennbaren Materialien abgestellt. Nach Angaben der Berliner Polizei vom Dienstagabend wurde der Haftbefehl wegen Verdachts der schweren Brandstiftung sowie Verdachts des Versuchs des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion erlassen. Das Auto krachte in die SPD-Parteizentrale in Berlin. Zuerst gab es die Annahme, es könne einen politischen Hintergrund geben. Dafür gab es jedoch bis zum zweiten Weihnachtstag keinen konkreten Beleg. Der 58-Jährige habe in Selbstmordabsicht gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin am Dienstag.